Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, der Thilo Günther, mein Kumpel Thilo, ist mit seinen Kollegen unterwegs in Italien. Checkt die Crossstrecken aus für euch. Es gibt immer eine Runde Onboard und dazu eine Erklärung, was geboten ist. Ich würde sagen, gar nicht viel labern. Los geht's jetzt hier mit diesem Video. So, ihr habt jetzt das Glück, mal von hinten zu sehen, wie ich hier über diese Strecke fahre. Ich hoffe, es sieht nicht ganz so schlimm aus. Martin darf mich auch nicht überholen, habe ich ihm gesagt. Also, ab hier gefahren. Strecke Nummer 2 war 130 Kilometer weiter von Arco und zwar sind wir dann nach Grotta gefahren. Sehr schöne Strecke, kannte ich noch von früher, ist ein bisschen länger geworden. Sandiger Boden mit tollen Sprüngen, also generell die Sprünge in Italien sind super, also viel besser geschoben wie bei uns in Deutschland. Es ist alles machbar, man kann sich rantasten, nichts Gefährliches. Ich habe die ganze Woche hier auch keinen Unfall gesehen oder so. Kostet auch, also die Strecken bewegen sich alle ungefähr um die 30 Euro hier. Kinder werden dann getrennt gefahren bis 85 Kubik, halbe Stunde die, je nachdem wie viel da sind. Sanitären Anlagen auch, ja, wie überall Steglo, warm Wasser hat hier auch fast jeder. Also gerade auch für Anfänger, die anfangen mit Motocross, eine sehr schöne Strecke. Kann man auch ruhig 2 Tage bleiben. Als Tipp immer vorher einmal anrufen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Die Telefonnummer findet ihr alle im Internet. Da steht zwar auch manchmal bei manchen Seiten, ist offen. Noch besser anrufen. Mittlerweile können die auch alle Englisch. Also Grotta, sehr schöne Strecke. Riecht ein bisschen immer so nach Hühnerfarm, weil da nebenan eine Hühnerfarm ist. Fahrerlager muss man aufpassen. Wie gesagt, Klauerei ist immer gefährlich. Ist jetzt nicht so überwacht. Es war abends Licht an, aber das war es dann auch. Also Grotta. Super Strecke, sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke fürs Zuschauen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Lass gerne ein Abo da und teilen, verbreiten ist natürlich erwünscht. Oder guck dich in der Playlist um, da ist für jeden was dabei. In diesem Sinne, Tschüssikowski, bis dann, Imanski.